Bewohner. Oder aber auch, hallo Leute, hier ist wieder Grossi und es ist wieder Zeit für eine kurze Runde Nightbanes, das Collectible Card Game. Ja, heute Montag wieder eine kurze Runde. Ihr wisst ja, momentan bin ich viel mit meinem Sohn beschäftigt, gerade eben noch Fläschchen gegeben und jetzt liegt er dann schlummert wieder, der kleine Süße. Ja, da hat man nicht mehr so viel Zeit dafür. Aber ich versuche mir immer wieder ein bisschen Zeit zu nehmen. Und zeige euch ja jetzt gerade die neuen Quest, das neue Questgebiet, also das hier habe ich jetzt auch schon fast durch. So, und habe jetzt hier den ersten und den zweiten habe ich euch ja schon gezeigt. Und, aber ich mache nochmal den zweiten jetzt hier. Sargknacker Marodeur 2. Ich zeige euch dann jetzt heute mal beide in einem Video. Also was kann denn der zweite? Ein Ballistikschaden erhöht die Wut aller deiner Kreaturen technisch. Bla 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 bla. Okay. Ja, man sieht schon. Autsch. Man sieht schon, der hat ein bisschen mehr in sich, ne? Dann nehmen wir mal den hier da dazu. So, das hat Gott sei Dank gleich funktioniert. Ja, er hat zwar keine Waffe, die er jetzt wegnehmen kann, aber das ist immer egal. Hauptsache, er tut hier was, ne? Mhm. Autsch. Ich glaube, die Runde geht nach hinten los. Jetzt muss ich mal schnell das Reittier auspacken. Vielleicht habe ich Glück und ich überlebe so doch noch ein bisschen. Aber ich glaube fast nicht. Nee, diese Runde geht, glaube ich, in die Buchse. Oder? Ja, das war's. Schon Ende. Okay. Das war's schon. Hatte nicht ganz hingehauen. Der hat 5. Das bringt ja nichts, der eine. Jetzt nehmen wir dem aber mal einen weg. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen Heilung dazu. Jetzt sieht die Sache schon ein klein wenig besser aus. Nehmen wir den noch dazu, der auch dann gleich heilen wird. Jetzt nehmen wir mal hier unser Schadensartefakt mit rein. Ja, das sieht ja nicht schlecht aus, ne? Ja, das sieht gut aus. Also so läuft die Sache doch schon besser. Also, wie man sieht, mit dem Deck ist es durchaus machbar. Auch im Autoplay würde ich behaupten. Was ich ja gleich mal ausprobieren kann. So, also dann machen wir das mal im Autoplay. Oh, Versuch 1 war schon mal nichts, Versuch 2 war auch nichts, schlechte Startkombi, Versuch 3 war auch nichts. Okay, also Autoplay ist vielleicht doch nicht so der Bringer bei dem. Dann gucken wir uns mal den robotischen Morphling 1 an und schauen mal, was der kann. Also, kann ein Artefakt aus deinem Deck direkt ins Spiel bringen, kann einen Feind versuchen, dieser erleidet 2 zusätzlichen Schaden aus Schattenquellen. Okay, das kann er also alles machen. Dann nehmen wir mal gleich unseren Artefaktbomber. Hm, was hat denn der da für eine Waffe? Ja, dann sehen wir mal zu, dass wir die wegnehmen. Mhm. Die Artefakte sind schon mal fort. Aua, der ist aber auch fort. Leider. Aber auch dieses Artefakt ist weg. So, ein bisschen Heilung mit raushauen hier. Naja, ich denke, jetzt sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ne? Hoffe ich doch. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Den hat er mir leider weggeboxt. Leider hat er mir den weggehauen. Hm, okay, ich glaube, die Nummer geht doch nicht an mich. Ärgerlich. Weil der da oben dieses eine Artefakt noch zu liegen hat. Was verdammt viel raushaut. Okay, also dann neuer Versuch. Neues Spiel, neues Glück. Hm, ne,
diese Runde noch nicht. Machen wir in der nächsten Runde. Jetzt machen wir den. So. Mal gucken, ob das jetzt schon besser läuft mit dem jetzt hier. Nehmen wir den noch dabei. Der Kleine. Was ist los? Was ist los, mein kleiner Mann? Ja, das wird eng, ne? Sehr schön. Autsch, ja, den hat er auch schon wieder weggebombt. Nehmen wir erstmal mein Hotel hier. Diesmal wird's knapp. Echt knapp. Weil der da oben auch schon so viele Artefakte zu liegen hat. Die spucken da immer mehr Zeug aus, ne? Oh. Autsch. Okay, auch diese Runde geht nicht an mich, leider. Dann probieren wir es mal in der nächsten. Gucken wir mal, wie es da aussieht. Oh, wie sieht es jetzt aus? Oh. Der war ganz gut. So, jetzt nächste Runde. Erstmal ein bisschen Heilung raushauen. Ja. Dann brauchen wir hier mal permanente Heilung da unten. Oh, das wird eng jetzt hier. Ach Mist. Leider Gottes. Okay, dann schaffe ich es auch diese Runde nicht. Ja. Ist ja nicht zu fassen hier. Der ist ja echt hartnäckig, der Kleine. Ja, den können wir doch mal aber die Waffe stibitzen. Das wird doch auch schon wieder nichts. Das wird auch schon wieder nichts hier. Sehe ich ja schon bei dem, was der da oben alles zu liegen hat. Ja, zack, und schon wieder kaputt. Der ist aber echt hartnäckig hier. Okay. Noch ein Versuch. Kann ja nicht sein, sowas. Dass der so hartnäckig ist. Wir nehmen erstmal den hier. Nehmen wir was Right Tier. Ein bisschen Heilung ist immer ganz gut. Der noch dabei. Oh Mann, der hat 11 Punkte da oben. Was ist das denn für ein Vogel da? Oh, der ist hart. Der ist natürlich hart. Wow, der ist echt hart. Der wird dann noch dauernd geheilt, der Vogel. Ja, also mit dem schafft er mich ja jedes Mal, gell? Da ist er schon wieder. Und noch einer gleich dabei. Super. Was ist das für eine? Ein vampirischer. Bräuchte ich irgendwas? Müsste ich mir ein Deck bauen, wo ich gegen die vampirischen ordentlich Schaden mache. Das ist ja da, das ist ja der Hammer. Das ist ja mal nur hat. Unglaublich. So, die Waffe ist schon mal aus dem Spiel. Heilung. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, eventuell. Super, der heilt. Mein Dings habe ich gerade nicht da. Brauche ich auch noch ein bisschen Heilung hier. Waffe rausnehmen bringt mir nichts. Dann nehmen wir den hier noch dazu. Den
noch? Jetzt sieht die Sache doch schon ein bisschen anders aus, würde ich mal behaupten, oder? Mal den Artefakte. Jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Aber hartnäckig. Echt hartnäckig. Nehmen wir den hier noch dazu. Jo, ich hab's geschafft. Wow. Der ist aber echt hart. Nehmen wir den hier erstmal rein. Und diesen Heiler. Den hier. Der müsste ja eigentlich noch eine Runde überleben, ne? Die Frage ist, ob ich jetzt noch eine Runde überlebe. Ja, mache ich. So, der war gut. Der war ganz wichtig jetzt. Hi, X-Bächle. Hi, X-Bächle. Der war echt knapp. Aber so weit von knapp, ne? Mein kleiner Knutzi. Ja, mein Männlein, was ist los? Gerade Fisch gefüttert, nein, frisch gefüttert. Müsste es ja eigentlich jetzt sehr zufrieden und satt und alles und Dings und Bums und Tralala sein. Autsch. Und überlebt er noch eine Runde? Der hat noch eine Runde überlebt. Da muss ich jetzt mal hier unbedingt heilen. Sehr gut. Autsch. Das sieht gut aus, jawohl. Nehmen wir den noch dazu mit Massenschaden hier. Ne? Sehr schön. Habe ich mein Ding schon dabei? Nee, mein Gecko ist noch nicht da. Ich muss noch ohne gehen. Noch einen Moment. Was der wieder auspackt hier. Dann er wieder. Aber ich habe jetzt genug Massenschaden da unten zu liegen. Zack, ein Artefakt haben wir auch schon weg. Nächste Runde schon wieder eins weg. Jawohl. Also wie man sieht, auch das geht mit meinem Deck. Sehr schön. Die ersten Mal ging es komplett in die Hose, aber jetzt läuft es doch schon ganz gut, ne? Ich nehme erstmal den hier, damit ich mich hier schnell einsatzbereit machen kann. Heilung ist immer wichtig. Wie gesagt, Heilung immer wichtig. Den noch dazu. So. Sieht doch schon mal nicht so schlecht aus, ne? Dann haben wir den noch dabei. Jawohl, der ist weg. Jetzt nehmen wir mal unseren Ort rein. Da ist einer schon mal raus. Erste Mal. Ja, heute, wie gesagt, gibt es nur ein kurzes Video. Ist schon gleich wieder vorbei. Weil erst war der Kleine dran und jetzt ist gleich das Essen dran. Ja, so sieht's aus. Obwohl ich kann ja eventuell nach dem Essen nochmal kurz weitermachen dann. Da machen wir dann den Rest nach dem Essen weiter wahrscheinlich. Nehmen wir den. Die anderen sind auch so schon weg. Sehr schön. Also jetzt noch ein Reittier anstecken. Jetzt ist Schluss. Sehr gut. Also, hier an dem Schnellverfahren. Gucken wir mal, ob es das geht. Oh, das geht sogar im Schnellverfahren auch mal. Aber auch nur einmal.
Ja, gut, dann war es das jetzt für dieses Video. Ich weiß nicht, ob ich noch weitermache nach dem Essen. Muss ich mal schauen. Wenn nicht, ist es halt ein sehr, sehr kurzes. Und dann sage ich vorsichtshalber schon mal, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. War schön, dass ihr wieder dabei wart. Lasst mir einen Kommentar da und einen Daumen. Und wie gesagt, bis zum einen der nächsten Videos. Aloha.